Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Far Cry Primal und ich habe gerade gesehen, wir haben das Bestienreiter-Ding noch gar nicht. Das könnte daran liegen. Jetzt müssen wir den theoretisch... Ja, cool. Und wir können von oben sogar kämpfen. Sehr geil. Können wir hier oben auch... Ja, wir können auch Zeug entnehmen. Das finde ich auch cool. Auch wenn die Animation fehlt, was jetzt irgendwie ein bisschen nicht so gut passt. Au. Tut mir leid, Tiger. Ich habe den Fahrschein noch nicht. Weder für Autos noch für Tiger. Ja, das war jetzt ein ziemlich blöder Spruch. Ja, noch 100 Meter. 150. Ah, der ist der schnell. Das ist wundervoll. Oh. Da oben sind böse Jungs. Ach nee, das sind unsere Leute. Hallo. Au. Das muss auch blöd aussehen. Okay, ich sitze mal ab. Was meinst du? Nett. Finde ich cool. Mammuts könnten wir gut brauchen. Jetzt zu... Alter, was für eine wandelnde Abrissbirne. Zum Jagen, weil da brauchen wir noch Mammut heute für ganz, ganz viele Sachen. Unter anderem für Silas Hütte. Warte, wie schnell wir sind, ne? Ja, ich bin hier. Und jetzt gelange zum Mammut. Locke das Mammut zu den Jägern. Das heißt, du greifst jetzt dann, oder? Ich nehm's jetzt mal einfach mal an. Ja, ich sehe ja zum Glück die Minimap unten, was überhaupt nicht beunruhigend ist, weil das Vieh schnell wie Arsch ist. Alter, ohne den Tiger wären wir sowas von am Ende jetzt. Kommst du noch? Ja, kommst du. Au, au, au. Das wird Aua machen. Nee, wird's nicht. So, jetzt. Auf das Vieh mit Gebrüll. Alter, die haben ja in echt wirklich so ziemlich ähnlich gejagt. Ich frage mich einfach, das muss so hardcore gewesen sein. Also jetzt mal ehrlich, stellt euch das vor. Au. Okay, das ging jetzt. Hätte ich jetzt übel erwartet. Also die Riesentypen mit den Keulen, die machen mehr Schaden. Au. Ups. Alter. Alter. Das war nicht sehr schön. Tier, steh auf, Tier. Komm, komm her. Alter. Komm her, Tier, ich möchte dich heilen. Okay, doch, lieber nicht. Kann ich verstehen. Ach, es ist tot. Alter. Das war ganz schön hart. Also es ging, aber viel im Kreis rennen. Wie bei Bossen in Diablo oder so. Yay! Jetzt möchte ich dich gerne häuten. Darf ich dich häuten? Bitte? Noch, nee, nicht du. Du. Danke. Einfach ein bisschen rumschneiden. Zweimal und dann gibt's Fettzeug. Genau so funktioniert Jagen nämlich. Ja, das können wir noch kurz machen, wenn wir gleich hier sind. Komm schon. Kein Geiz. Kein Geiz. Komm ich da hoch? Glaube nicht, ne? Ne. Toll. Blöder Tacker. So nichts zu gebrauchen. Aber jetzt haben wir uns schon ziemlich... Ja, ja, ja. Schon ziemlich weit in den Süden vorgekämpft. Och nö, ein Berglöwe. Ugh. Tiger, willst du mir nicht mal helfen? Okay, wenn du es unbedingt so haben willst. Ja, genau. Du bist ein ganz schön feiges Mistvieh, weißt du das? Ja.
Warum? Ah, ich wollte sagen, da komme ich nicht mehr hoch. Ach, hier. So, danke. Also ich denke schon, wenn schon, dann nehme ich halt das Fell, oder? Ich glaube, das da vorne sind keine, keine Tiere, sondern böse Menschen. Aber wo sind sie? Oh, hier sind sie. Okay. Der hat genug zu tun mit meinem Löwen. Gut. Und die Venia-Rettung ist schon vorbei. Yay! Das da ist sehr schwer. Das gefällt mir jetzt nicht so. Oder sollen wir es mal versuchen? Wir könnten auch hier rüber, ne? Wir haben ohnehin nicht mehr so viele Quests. Jetzt genau in diesem Gebiet. Wir haben hier noch ein Leuchtfeuer. Hätte ich eigentlich gern noch eins. Ich kann das noch versuchen. Dann wird diese Folge ein bisschen länger. Dann mache ich da auch nochmal eine Pause in der Session. Also meine kleine Aufnahmepause. Oh, das klingt ganz gut. Obwohl, wer weiß, vielleicht nehme ich auch noch ein, zwei Folgen auf, weil im Moment habe ich gerade Bock drauf. Und ein bisschen Zeit habe ich auch noch. Was da oben? Ne, tropft's. Echt, Leute. Platziert diese Zufallsevents doch wenigstens halbwegs in der Nähe des Spielers. Bisschen wenigstens. Muss ja nicht gleich nebenan sein, aber nicht irgendwie am anderen Ende. Oh, Moment mal. Bist du nicht ein... Ach nee, du bist einer von uns. Okay, cool. Wollt schon einen Takedown machen. Sweet Alarm haben wir ohnehin noch nicht so viel. Da geht immer noch was rein. Ach, eigentlich könnte ich ja wieder reiten, ne? Wuhu! Jetzt reiten wir im Express. Pony Express. Nun nicht ganz, aber halbwegs. So. Vorsichtig. Jetzt würde ich gerne mich ein bisschen hier in Deckung begeben. Und Moment mal. Wie war es nochmal? Die Eule? Ich habe vergessen, wie man die Eule ruft. Na, wie können wir es bauen? Jägergürtel. Nee, nee, nee. Ich möchte die Mammut heute für Salas Hütte aufbewahren. Wo ist die Eule schon wieder? Y, genau. Markier uns doch mal ein paar Pappnasen hier. Das ist alles bisher. Okay. Okay. Sie schießen auch noch gar nicht auf uns. Das ist gut. Viele Alarmtypen, das ist nicht so gut. Ja, dann... Die kannst du nicht... Dann nehmen wir den da. Da. Gut, immerhin. Die meisten markiert, das ist schon mal nicht schlecht. Das hoffe ich... Das war dumm. Diesen Alarmpenner da umnieten zu können, bevor er Alarm schlagen kann. Das wäre mir ganz lieb. Oh, das war nicht sehr gut. Bleib stehen. Gut. Wohl, nein, nicht gut. Das ist noch ein Alarmpenner, den habe ich vorhin nicht gesehen. Das ist sehr suboptimal. Nicht Feuer werfen. Werf keine Feuerbomben auf mich. Das, ach, er hat sich selbst angezündet. Schlau. Na, dann brenn mal ein bisschen. Ups, der zündet auch mich an. Bist du so eine Art Selbstmord-Typ? Ich muss mich mal zuerst kurz heilen. So, auf die Fresse. Alter, die mit ihren Bögen machen die Schaden wie Sau.
Normal, die Udams sind eher so im Nahkampf, die fiesen, aber die sind. Alter, wie die einem reinhauen mit diesen blöden Bögen. Oder sind es die mit dem mit den Speeren? Ich kann's. Alter. So. Alter. Okay, jetzt reicht's mir. Danke. Der Tiger ist ganz schön nett. Komm, iss mal ein bisschen was, damit du nicht umfällst. Okay, auch von mir aus nicht. So, geh weg. Auf die Fresse. Habe ich gesagt. Oh, du kleines verdammtes Miststück da oben. Komm, komm her. Down, down, down. Tschüss. Da ist noch einer, noch so ein Alarmtyp, aber den können wir, glaube ich, verkloppen. Tschüss. Das war sehr schwer. Das fand ich jetzt nicht sehr schwer. Also es war nicht super einfach, aber... Schwer? Weiß nicht. Und die Gefangenen, wenn ja, die sind frei. Gut. Boah, 7 neue Leute gleich. Nett. Kann ich gebrauchen. Oh, ich brenne. Oh ja, kein Vorkommen, ne? Sonst noch was? Vielleicht zum Mitnehmen hier. Nö, 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 nö. Ah, doch, den Südstein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Es ist halt wichtig, je mehr Quests man macht, desto weniger muss man nachher halt auch selber Ressourcen sich zusammenklauben. Weil die einen sozusagen... Ja, dann die Jagd für einen abnehmen. Bestienabwehr. Ist das wenigstens in der Nähe? Dieses Mal 100 Meter. Ja, okay, komm. Tiger. Wenn wir ein bisschen schnell sind... Hallo? Wenn wir ein bisschen schnell sind, wird das noch was? Hier? Vor dem da? Oh ne, muss das sein? Die sind fies. Na okay, gut. Alter, wie geil. Säbelzahnritter. Komm her. Dummes Wollnashorn. Cool. Und wir haben gleich noch Wollnashorn Fell gekriegt. Das ist auch gut. So. Was gibt's noch? Ich würde sagen, wir reiten mal nach dahin. Da. Und in der nächsten Folge holen wir uns das denn. Das dann. Alter, wie schnell und cool ich bin. Warum reitest du nicht? Ach, du magst kein Wasser. Ja, komm her. Ah, guten Appetit. Alter. Geil. Das macht echt Laune. Boing. Ach ja. Dieses Spiel ist schon ziemlich cool. Was bist du? Südstein. Blut von Oros war, glaube ich, im... Oh, jetzt kommt... Windet's gleich. Wir haben gerade so ein bisschen eine Sommersturm bei uns. Das ist aber gut. Es hat mal richtig runtergekühlt. Nächste Woche wird es dann wieder über 30 Grad. Sagen die Meteorologen. Durchsuche... Hütter, durchsuche einen Träger? Von was? Ach, einfach so ein normaler, ja. Von mir aus. Komm her. Das ging schnell. Reiterkill. Was hast du? Nicht so viel. Naja. War jetzt auch mehr lustig, weil Mini-Nebenaufgabe, die geben immer fleißig Zeug zu. Kommst du da hoch?
offensichtlich. Du kannst ganz schön hochspringen, Junge. Das ist ein Jaguar. Okay. Nun gut, dann würde ich sagen, ich mache hier an der Stelle einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit dem Säbelzahntigerreiter. Bis dahin, tschüss.